Oberschenkel von jemand anders, das ist doch dann wirklich übertrieben. Wie sind denn da die gesundheitlichen Gefahren? Jetzt beim Bodybuilding. Ja, wie er schon gesagt hat, also klar ist der Medikamentencocktail ein Riesenproblem. Ich hatte gerade diese Woche einen jungen Bodybuilder in der Sprechstunde, der mich sehr beeindruckt hat. Der wollte eine Fettabsaugung haben und hatte den Termin auch so ein bisschen mit Druck und das sollte dann auch schnell passieren. Wie gesagt, wir geben keine OP-Termine raus, wenn wir nicht vorher darüber gesprochen haben. Und er stellte sich dann vor, machte den Oberkörper frei, es ging um den Bauch und der wog 81 Kilo bei 1,80 Meter Größe und hatte für meine ästhetischen Begriffe einen perfekten Körperbau. So, er sagte, ja, guck mal hier, da ist doch noch was. Ich sage, Moment, was war das höchste Gewicht, was Sie je gewogen haben? Ja, 100 Kilo in Muskeln in dem Fall. Der hat einen leichten Hautüberschuss. So ähnlich wie es nach Schwangerschaften auch manchmal üblich ist, dass da einfach ein Tick Haut zu viel ist. Und er hat sich dann bei mir vorgestellt, Frage, Entfernung, ja oder nein? Ich sage, natürlich nicht. Also ihm erklärt, warum nicht, und das hat er auch problemlos verstehen können. Aber jeder Sportler, jeder Mensch sucht seine Grenze für das, was er tut. Wenn er viel Geld verdient, möchte er noch mehr Richtig, Geld verdienen. Das sieht richtig. man bei den Bankern. Wenn man viel Macht hat, möchte man noch mehr Macht. Da können Sie Herrn Sarkozy fragen oder auch italienische Kollegen. Ja, das ist einfach so. Die gehen an ihre technischen Grenzen. Und ein Sportler versucht das auch. Immer schneller, immer höher, immer weiter. Und er muss sich disziplinieren, dass er gewisse Grenzen möglichst nicht überschreitet. Nur wer setzt diese Grenzen? Der Sportler selber, seine Umgebung, die immer mehr Leistung fordert und höhere Trainingsziele fordert, oder der Zuschauer oder derjenige, der dafür Geld gibt, das ist ein Riesenproblem, was sich gar Richtig. nicht auf einen Punkt konzentrieren lässt, wo man aber seinem eigenen Gefühl trauen muss. Und ich kann nur das operieren, was ich ästhetisch als schön empfinde. Das heißt nicht, dass ich Brustimplantate trage, das würde ich ohnehin nie machen, aber ich glaube, ich kann eine Brust beurteilen, ob ich sie schön finde oder nicht. Und nur wenn ich sie für mich schön finde, kann ich sie auch quasi verschönern. Dass es natürlich Leute gibt, die sagen, das ist unnatürlich oder das muss man nicht, da kann man ganz klar sagen, nö, muss man nicht. Ich gehe ja auch nicht durch die Straßen und sage, du brauchst eine Faltenbehandlung, du brauchst eine andere Nase, du brauchst dies oder jenes. Aber wenn jemand das Gefühl hat, meine Zornesfalte lässt mich aggressiv ausgucken, ich mag das nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe Schwierigkeiten in der Partnerschaft, ich habe Schwierigkeiten im Job, ich möchte das korrigieren. Ist mein Job, ihn zu beraten, unter welchen Bedingungen das technisch geht, warum man das machen sollte oder nicht und was das theoretisch kostet. Aber die Entscheidung, die muss schon jeder selber treffen. Herr Tondo, ist das bei Ihnen auch so, dass die Leute übertreiben? Es gibt ja wirklich Menschen, die von Kopf bis Fuß tätowiert sind und dann nicht aufhören können. Dann kommt noch ein Implantat hier und da und was weiß ich wo noch. Ab wann sagen Sie, jetzt reicht's auch mal? Ist das auch eine Art Sucht? Ja, definitiv ist es eine Sucht. Ja, also beim Tätowieren ist es definitiv der Endorphinkick, den man bekommt. Ja, wenn ein Körper lang genug drangsaliert wird, sei es mit Nadeln oder sonst wie, ist diese Endorphinausschüttung so hoch, dass man wirklich in einem Rausch sich Ja, befindet. dem ja, wenn er ordentlich Gewichte Das habe ich Genau, da nennt man das den schon Pump. mal Ne? gehört, ja, dass man da durch die Tätowierung wird, dass man da auch süchtig, also nach diesem Definitiv, ja. Gefühl wird. Und beim Piercen ist es auch dieser Adrenalinkick. Das ist wie so ein kleiner Bungee-Jump, den man macht, sich piercen zu lassen. Und da gibt es ganz viele Menschen, die dann einfach sagen, okay, ich möchte das, weil es mir was bringt, weil mir das Spaß macht. Die würden aber natürlich nie zugeben, dass es eine Sucht ist. Und es gibt definitiv Piercing- und Tätowiersüchtige. Ja, es gibt auch, entschuldige, dass ich Ja, schon wieder bitte. unterbreche, aber es gibt, wir sind immer bei dem Extrem, aber es gibt im Alltag Süchte, die gar nicht mehr so auffallen. Dieses Parfumsucht zum Beispiel, auch Körperkult, gell? Sich einzuparfümieren, sich ständig neue Kleidung zu kaufen, ständig zum Friseur und nachzutönen oder irgend sowas. Sonnenbank Sonnenbank, etc. das sind diese ganz harmlosen, oder Frauen, gucken Sie mal, was sie für Batterien im Badezimmer haben, wo sie angeblich ihre Haut mit verschönern oder straffer machen oder was auch immer. Das sind diese Süchte, die gehen eigentlich, was den Körperkult betrifft, durch die ganze Bank. Ne? Wir sehen immer nur das Extrem. Aber Aber das das ist, fällt ja auch besonders auf. ja, aber wissen Sie, wenn Sie mal die Zahlen nehmen, wo am meisten Geld weggeht und wo am meisten Geschäft gemacht wird, auch jetzt, wo wir in so einer Regression sind, ist es immer noch die Kosmetik und alles, was mit Kleidung und sowas zu tun Okay, hat. aber das würde ich sagen, ist natürlich ein natürlicher Körperkult, wenn man sich die Zunge spalten lässt, sich vielleicht wirklich Ist es natürlich, Schmerzen. wenn Frauen sich Schuhe kaufen und dann nicht mehr drin, dann mal eine halbe Stunde drin stehen können? Ist das natürlich? Naja, aber es ist gesellschaftlich akzeptiert, sich eine Zunge spalten zu Ach. lassen.
ist natürlich was anderes. Sich Knubbel unter die Haut implantieren zu lassen oder sich ein Branding machen zu lassen, denke ich, ist schon eine andere Form. Qualitativer Sprung, aber ist es denn so? Ich finde es nicht so ein Unterschied. Ist es denn so, dass man das macht, um die Persönlichkeit zu unterstreichen? Ja. Oder warum lassen sich Menschen wirklich Schmerzen zufügen? Vielleicht auch, um auf High Heels eine halbe Stunde zu stehen, tut auch irgendwann der Fuß. Ja, Botox gibt es ja auch schon für die Füße. Aber was lässt Menschen das an sich vornehmen lassen? Ja, erstmal, weil es Anerkennung ist. Gell? Ob das nun im kleinen Bereich oder im großen. Also ich tue etwas nicht nur für mich. Das ist die größte Selbstlüge, die man machen kann. Man fühlt sich vielleicht wohler, aber, und man hat vielleicht mehr Selbstwertgefühl, weil man das hat machen lassen. Aber letztendlich tut man es für die anderen. Wenn man alleine wie Gilligan auf einer Insel wäre, würde man nichts tun. Also tut man es für die anderen. Man will bewundert werden. Also in welchem Rahmen auch immer. Ob man das nun im Kleinen zerklärt oder im Großen. Und wir sind als Menschen sehr bereit, sehr viel zu opfern, um Anerkennung zu bekommen. Also unbedingt bewundert zu werden, will ich nicht unbedingt unterstreichen. Es gibt ja auch Süchte, zum Beispiel die, Fett. Wenn sie auf der Bühne stehen. Ja, aber ich meine jetzt Fettsucht jetzt. Es gibt ja auch adipöse, schon Kinder oder Erwachsene. Das wird ja in unserer Gesellschaft ja auch eher akzeptiert oder angenommen als einer, der Bodybuilding betreibt und überdimensionale Muskulatur hat. Das ist ja eher selten. Und Fettleibigkeit, gerade jetzt in Wohlstandsländern, so wie USA oder Deutschland, es ist ja auch gegeben, da fühlt man sich ja auch nicht wohl, aber es ist eine Sucht, was man genauso mit Tätowierung oder auch mit Bodybuilding auch vergleichen kann. Aber es ist dann nicht wirklich ein Körperkult. Nein. Ich muss an dieser Stelle die Diskussion schließen. Vielen, vielen Dank, Murat Demir, dass Sie bei mir waren, Giuliano Tondo, Frau Dr. Eberfeld und Herr Dr. Schlichter. Vielen, vielen Dank. Es muss jeder selber entscheiden, was er macht. Ich glaube, er sollte sich nur einen Fachmann suchen, wenn er es denn machen lässt. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen. Passen Sie auf sich auf. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.